Hallöchen Leute, zurück zu einer Runde Outlast hier auf dem Kanal der Unlucky Nerds von mir, dem Gamer. So, wir sind hier an einer merkwürdigen Stelle stehen geblieben. Oh, das sieht ja auch nicht so lecker aus hier. Fass mal rein. Oh Mann, okay. Unser momentaner Auftrag lautet: Finde Billy im Hauptlabor. Ich denke mal nicht, dass das Billy ist. Und ich habe übrigens eine neue Beleuchtung zur Facecam. Damit ist es ziemlich einfacher, mein Gesicht zu beleuchten. Ich hoffe, das passt auch momentan so mit dem Licht. Allerdings blendet es total, wenn ich rechts neben meinem Monitor gucke. Aber da muss ich durch. So, können wir uns nicht einfach... Okay, die Waffe sieht ziemlich kaputt aus, stimme ich zu. Ja, und die hat ein kleines Schadensmodell. Ja, ist, Mann. Okay. So, Facecam läuft, Aufnahme läuft. Da müsste ja eigentlich alles stimmen. Bisschen Angst, dass hier irgendwas nicht... Boah, was war das? Dass hier irgendwas nicht funktioniert. Okay. Ich weiß noch nicht... Speichert. Ich scheine richtig zu sein. Oh, nö. Überall Tote. Ich hoffe, er ist ein bisschen noch so eine... Oh, was ist das? Eine Kamera. Ja, aber wir haben ja unsere. Ah, hey. Hey. Also übrigens, ich hatte das Problem, dass meine Webcam-Aufnahmen, also meine Facecam-Aufnahmen, ziemlich asynchron wurden und ich mich teilweise deswegen bei den letzten Aufnahmen... Also 5 Sekunden verzögert erschrocken habe. Ich habe ein paar Einstellungen in meiner Webcam-Software gemacht und hoffentlich hat das jetzt ein Ende. Zum Beispiel jetzt, wenn ich hell, dann ist es auch direkt hell in meiner Webcam. Also mal gucken. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Warum gibt es denn hier so viele Toiletten, ey? Oh, wow. Blutige Schuhabdrücke gibt es dann sogar als Feature. Oh, hier ist irgendwo Alarm an oder sowas. Na gut. Sieht cool aus. Naja, Oh nein. Ey. Hör auf damit. Bin ich tot jetzt oder was? Wie soll ich denn so einen Geist aufhalten? Mit einer Kamera oder was? Wir probieren es nochmal. Verwirrend, sehr verwirrend hier. Okay, fuck, ich habe gar nicht synchronisiert. Das muss ich jetzt eigentlich mitten in der Aufnahme machen. Ja. 3, 2, 1. Geil. So, sorry Leute, aber ich habe vergessen zu synchronisieren, sonst hättet ihr eine asynchrone Folge. So, jetzt kommt das Vier wieder. Dann laufe ich jetzt einfach weg. Oh mein Gott. Okay. Nein! Nein, 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 nein! Nein, lass mich durch! Was hat's denn mit dieser Fotze auf sich, ey?
Ah, mach auf die Scheiße. Nein, oh. Da ist zu. Oh Gott. Wo lang? Da hoch, da hoch, da hoch. Auf, lauf, 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 lauf. Meine rechte Hand an der Maus ist so schwitzig. Es ist gar nicht witzig. Zwei Batterien aufgenommen und ich muss meine Hand abwischen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Ist das, ja. Hand sehr schwitzig. Speichern, mein Nase juckt. Boah. Nein. Es wird schon wieder so andersfarbig hier. Das ist ganz komisch. Okay, müssen wir hier durch. Weil das Spiel hat doch bald ein Ende hier, oder? Alter, warum ist denn das so schwitzig jetzt hier, ey? Puh. Wow. Ja, die Musik hat gepasst. Leben entwickelt? Oder was ist hier los? Drehe das Ventil für die Nährflüssigkeitsbehälter zu. Mhm. Genau, das machen wir. Erstmal. Das sieht doch nicht bequem aus. So, das könnt ihr doch nicht machen. Ehrlich. So, was ist das? Fluid. Irgendwas mit Flüssigkeit. Sprich, hier müssen wir hin. Da ist ein Ventil. Da ist ein Ventil. Nicht unser Ventil. Okay. Gut, dann, da oben ist das Ventil. Also, da. Sieht aber cool aus hier. Wow. Ist nicht diese einfache psychologische Anstalt, wie man es am Anfang betrachtet hat, sondern das ist hier ein bisschen mehr. Das ist eine Notiz. Das ist nur gelbe Stift. So, J müsste das gewesen sein. Ja. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Marischal, bla bla bla. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie viel, wo wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Was ist das für ein Deutsch? Und wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, den einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Das ist irgendwie nicht so mein Deutsch, dass ich jeden Tag spreche, oder? Egal, wir haben jetzt erstmal das Gefühl, wenn wir dieses Rädchen drehen, dann kommt was nicht Gutes. Das war ja bisher so gut wie immer so. Ja, Geräusche an sich doch schon mal nicht. Unterbreche die Stromversorgung durch den Generator des unterirdischen Labors. Lauf! Ich weiß nicht wohin, aber lauf! Ich glaube, Tür zu machen bringt bei dem Vieh nicht ganz so was. Bei diesem Wernicke oder was das ist, Mach zu, Mann! Ah! Helf mir, helf mir! Okay, okay. Mach die Stromversorgung weg, ja? Ja, ich glaube, ich muss das allein machen. Oh Gott. Ah, hier durch.
Okay. Ich gehe mal einfach spontan davon aus, dass wir hier hoch müssen. Ich will mich hier nicht großartig umgucken wegen diesem scheiß Vieh, was hinter uns her ist, wo ich immer noch nicht weiß, was es ist, Mann. Das ist echt hässlich. Und sehr unschön. So. Aber gleich sind wir an der Oberfläche. Eine juckende Nase. Was? Nein, die Brücke, da können wir nicht rüberspringen. Wirklich nicht. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen unten. Lol. Das sah sehr. Okay, es sah weiter aus, als es war. Nein, nein, nein. Von da ist dunkel. Ich sehe nichts. Okay. Kurze Notiz an mich selbst. Gamer, auch wenn du lang kein Outlast mehr gespielt hast, hast du trotzdem noch eine Kamera mit Nachtsicht dran. Mhm. Wissen wir Bescheid. Wow. Was ist das für ein Geräusch, ey? Okay, das ist die alte. Das hast du gehört, ja. Ja, die Kamera hat eine Störung, ey. Okay. Notiz. Ist immer ganz nett, Notiz. Dürft ihr selber lesen. Auf Stopp drücken. Ich will das jetzt nicht normal lesen, da ist es wieder in so einem. War das eben Altdeutsch? Ja. Deaktiviere Billys Notfallsystem der Lebenskammer. So, übrigens, man hat's gehört. Die Olle kommt schon wieder. Ah, erstmal wieder den grünen Rauch hier. Desinfizieren oder was es ist, ist ja immer das Beste. Oder nachher werden wir selber zu so einem Vieh, man weiß es ja nicht. Warum ist das hier eigentlich der einzigste Ort, der nicht beleuchtet ist? Aber ohne Witz, ich nehme ja immer sehr viel hintereinander auf. Und da habe ich es. Wow! 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 Was passiert gerade, Mann? Ist unsere Kamera wenigstens mit runter? Kamera? Wir haben die Kamera. Okay, lauf. Ich gehe einfach mal hier hin. Ich weiß nicht, ob es. Ja, ist richtig. Okay, durch, jump durch, jump durch. Es ist hinter uns her, ich spüre es und ich mag es nicht. Was mussten wir machen? Billys Notfallsystem. Hier? Wow. Verpiss dich. Ding in uns? Das Ding ist in uns. Versuche zu entkommen. Ja, aber wo lang? Ich gehe mal nach da oben. Oder? Ich weiß nicht, wo lang? Nein. Wie gehen wir da hoch? Oh mein Gott, das Ding. Entweder ist es in uns. Oder es hat uns einfach nur total fertig gemacht. Es scheint der richtige Weg zu sein.
Oh mein Gott. Wir sind total am Ende. Und vielleicht sogar am Ende dieses Spiels. Wir humpeln uns hier zurecht. Wir müssen uns immer wieder überall abstürzen. Wir haben Finger verloren. Wir wurden gerade von einem Wallrider fast zu Tode geprügelt, möchte ich meinen. Und jetzt suchen wir einfach nur noch den Weg, um aus dieser Hölle zu entkommen. Aber niemand von uns weiß, wo es aus dieser Hölle rauskommt, rausgeht. Mein Auge. Schaffen wir es überhaupt noch raus? Wow, was? Bist du behindert? Wir sind ein Reporter, Mann. Gott im Himmel. You have become the host. Nein. Wow, ich muss jetzt erstmal schlucken. Ja, Leute, das scheint es mit Outlast gewesen zu sein. Natürlich, bevor ich jetzt alles weitere laber, gehen wir oder machen wir mit dem DLC natürlich weiter. Ja, was ist da jetzt am Ende passiert? Der Typ in dem Rollstuhl war da, der uns das gesagt hat mit dem, wo wir hin müssen. Und, ja, plötzlich stand er da mit ein paar, ich sag mal, SEK-Einheiten, die uns eiskalt umgeschossen haben, weil wir, wie unten im Untertitel und halt wie gesagt wurde, weil wir der neue Wirt waren. Der Wirt, also der Besitzer vom Wallrider. Der Wallrider hat, glaube ich, Besitz in uns ergriffen, sprich war in unserem Körper und er hat da seinen Unfug getrieben und deswegen wurden wir erschossen. Man hat es wahrscheinlich angesehen, dass wir der neue Wirt waren. Keine Ahnung. Jedenfalls auch richtig, richtig strange, einfach nur. Wie das gesamte Spiel eigentlich. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass ich das Spiel so einfach nur weiterempfehlen kann. Ja, mir hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, euch bis hierhin auch. Und was ich natürlich auch hoffe, ist, dass ihr mit mir zusammen noch das DLC weitermacht, dass wir uns da nochmal sehen. Ja, und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, tschaußen Leute, bis zum DLC. Haut rein.